Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat, würde ich schon sagen, einen rausgehauen. 4:0 am Ende, auswärts beim SKN St. Pölten. Also das Tabellenschlusslicht wird erstmal auf seinen Platz zurückverwiesen, wo es hingehört, könnte man sagen. Also Sturm unterm Strich sehr souverän in St. Pölten. Und ja, das Spiel selber eigentlich könnte man, glaube ich, relativ das Ganze kurz zusammenfassen. Erste Halbzeit nämlich, größtenteils von beiden Seiten nicht viel passiert. Ich persönlich war nach der ersten Halbzeit noch relativ stinkig drauf, also habe mich da geärgert über die Leistung, weil man gerade vorne sehr wenig zustande gebracht hat. St. Pölten mit zwei halbwegs gefährlichen Abschlüssen, bei unseren Blackies eigentlich mit Despotov, mit einem Freistoß, ich glaube aus knapp so 20 Metern, knapp außerhalb des 16ers, der hauchdünn am Aluminium da vorbeigeschrammt ist vom St. Pölten Tor. Aber das war schon in puncto richtiger Torgefährlichkeit für unsere Schwarz-Weißen im ersten Durchgang. In der zweiten Hälfte unsere Black ist dann eigentlich ja gar nicht mal so weit unverändert rausgekommen, aber die Kaltschnäuzigkeit, die war auf einmal da vom Tor. So gut wie jeder Schuss war zumindest gefühlt drinnen. Die erste richtig gute Möglichkeit in Minute 50 herum, gute Möglichkeit für Sturm, und die war dann eigentlich auch schon drinnen. Kirill Despotov über die halbrechte Seite tankt sich wirklich schön durch, dann mit einer, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es ein direkter Abschluss war oder eine Hereingabe, ich glaube eher eine Hereingabe, die vielleicht sogar noch abgefälscht war und auf jeden Fall ja aus Spitzenwinkel den Weg ins Tor irgendwie gefunden hat. Das war auch der Dosenöffner für unsere Blackies und die 1:0-Führung für unseren SK Sturm. So nach knapp gefühlt 10 Minuten später setzen unsere Blackies dann auch gleich nach. Thorsten Röcher auch in der zweiten Halbzeit sehr auffällig über die rechte Seite erneut aus unserer Sicht eben mit der Hereingabe, und dann ist wieder Kirill Despotov richtig zur Stelle im 16er und haut ihn rein. 2:0 Sturm. Zu dem Zeitpunkt war das Ganze eigentlich gefühlt auch schon wieder entschieden. In der Zwischenzeit kam von St. Pölten nämlich so gut wie nichts, gerade in der Offensive. Dann Minute 67, glaube ich, war es wieder eine Riesenmöglichkeit für Sturm. Thorsten Röcher, der alleine aufs Tor zieht, wird aber nochmal umgesetzt im letzten Moment. Es gibt Halleluja mal Elfmeter für unsere Blackies, war aber auch eine klare Sache. Bekim Balay nimmt sich der ganzen Sache an und haut den Ball dann wirklich trocken unter die Latte in die Mitte und trifft eben zum dritten Tor und zum 3:0 für unseren SK Sturm. Damit war natürlich alles klar entschieden. Man muss auch sagen, St. Pölten, ja, so richtige Gegenwehr gab es da nicht mehr. Man hat zwar ein, zwei Abschlüsse schon ja noch abgegeben, aber es war nie wirklich gefährlich und eigentlich nie ja so, dass man jetzt irgendwie hätte zittern müssen oder vielleicht noch gedacht hätte, dass die St. Pöltener sich da irgendwie nochmal ja heranpirschen. Auf jeden Fall bekommt dann Kirill Despotov, ein bisschen kurios in der Situation, den Ball dann, ich glaube, in Minute 80 herum nochmal vor die Füße. Der zieht dann allein aufs Tor, keine Meter für die St. Pöltener Defensive, die kommen einfach nicht nach, und Despotov schiebt ihn wirklich lässig rein und trifft zum dritten Mal in diesem Abend zum 4:0 Endstand. Danach passiert auf beiden Seiten nicht mehr allzu viel Konkretes, und ja, unsere Blackies dank einer wirklich guten zweiten Halbzeit, wo man vor allem im Abschluss sehr, sehr kaltschnäuzig agiert hat, ja, geht dann auch der 4:0-Sieg, glaube ich, klar in Ordnung. Und ja, trotzdem muss man vorsichtig sein, nicht überbewerten. Es war heute eine ordentliche Leistung, gerade in der zweiten Halbzeit. Trotzdem, ja, war der Gegner unter Anführungszeichen, ohne disrespektabel zu sein, nur St. Pölten. Deswegen nachsetzen, nachsetzen, nachsetzen in den nächsten Partien ist angesagt. Und dann, ja, werden wir wissen auch, was dieser Sieg heute wert ist. Aber an diesen Abend kann man sich erstmal freuen. Bevor wir uns verabschieden oder ich mich verabschiede, schreibt ihr mir natürlich nochmal gerne in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.